So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem. Und ja, ich habe mal geschaut, wie man nun diese Wörter ausspricht. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Entweder kann man das C wie K aussprechen oder das C wie S. Das schaue ich mal, ne, wie das so am besten passt und was am besten klingt. Ne? Also ich denke mal, dass ich dann Sake sagen werde, weil mich das halt an Sake erinnert. Boah, war mir sehr cool. Gut, ja, im letzten Part haben wir unser Abenteuer begonnen mit der guten Lin und jetzt haben wir noch diese zwei Ritter mit ins Boot geholt, den guten Zane und den Kent. Und der Zane möchte natürlich der Lin imponieren und geht als erstes in den Kampf. Angriff, bring mich zu einem Feld neben meinem Widersacher. Das machen wir mal, ne? Eisenlanze. Oh, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Oh, und schon vorbei. Und ach, so ein Scheiß. Mensch, sehen. Wie soll denn das werden? Wenn du dich mal mit deiner Lanze triffst. Mensch. Was? Ich habe nicht getroffen? Zane, warum benutzt du nicht dein Schwert? Weil die Lanze viel heroischer wirkt. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ein Ritter sollte stets heroisch wirken. Findest du nicht auch? Du bist hoffnungslos. Wenn du den Kampf nicht ernster nimmst, findest du dich noch am Ende einer Klinge wieder. Um die Wahrheit zu sagen, ich vergaß ein Schwert zu kaufen. Vergessen? Wohl eher warst du sehr damit beschäftigt, mit den Damen zu schäkern. Sei nicht zornig, ich schaffe das auch mit einer Lanze. Ich bin so gut. Ich ziehe es vor, du verlässt dich auf dein Geschick, nicht auf dein hohles Gewäsch. Ich habe noch eine weitere Klinge, nimm sie und greif damit an. Bist du sicher? Mein Dank sei dir gewiss, Kent. Du verursachst beinahe mehr Ärger, als du es wert bist. Beinahe. Okay, Eisenschwert erhalten. Wunderbar. Okay. Shadow, erlaubt mir den Fauxpas meines Gefährten wieder zu bereinigen. Ich erwarte euren Befehl. Waffen verfügen über eine einzigartige Hierarchie. Schwerter schlagen Äxte, Äxte schlagen Lanzen, Lanzen schlagen Schwerter. Diese Bezeichnung kennt man als das Waffendreieck. Das Wissen darum ist von äußerster Wichtigkeit. Demonstrieren wir nun, dass Schwerter Äxte schlagen können. Wie ihr kennt. So, ja, dieses Waffendreieck ist echt wirklich sehr wichtig. Das sollte man sich wirklich verinnerlichen. So, der Feind für deine Axt setzt mein Schwert ein. Das machen wir doch mal. Hier Eisenlanze, nicht wieder der Zane, der mit seiner Lanze hier Unruhe stiften will. Nee, wir benutzen mal hier unseren Kopf und setzen das Schwert ein, das effektiv gegen die Axt ist. Er ist beinahe besiegt. Lasst uns den letzten Stoß ausführen. So, die Lin, die macht das mal. Ich muss neben den Gegner stehen. Ja. Eisenschwert. So, und zweimal kann sie angreifen. Bam. So, daneben und bam. So. Sehr gut. Der Rowdy ist besiegt. Okay. So, jetzt sind die Gegner am Zug. Ich finde die Musik von Fire Emblem unglaublich gut. Das werdet ihr dann später noch mitbekommen. Shadow, gib mir noch eine Chance. Na gut. Aber gerade so, ne? Nur. Axt schwingende Gegner sollte man mit Schwerten stellen, ja. Am Anfang wird einem das wirklich richtig eingetrichtert. Finde ich aber auch nicht schlecht, denn. Oh mein Gott. Zane? Was zur Hölle? Hast du so viel Sake getrunken oder was? Was zur Hölle? Zane, bist du verletzt? Nein, alles in Ordnung. Ich konnte noch ausweichen. Ich kann nicht glauben, dass er meinen Streich mit solcher Leichtigkeit ausweichen konnte. Dies ist kein Spaß mehr. Sieh genau hin, der Feind versteckt sich im Wald. Durch das Gehölz ist ein Angriff nur sehr schwer möglich. Hm, du hast recht. Ich hatte mich so auf den Angriff konzentriert, dass ich es nicht bemerkte. Dein Mangel an Aufmerksamkeit würde dich eines Tages dein Leben kosten. Schon gut, ich hab verstanden. Lass es gut sein, Kent. Wenn du es wahrlich verstehst, dann handle auch danach. Kent hegt so viele grimme Gedanken. Er wird noch vor seiner Zeit ergrauen. Oh Mann, ich finde die cool. Jedes Terrain verfügt über ein einzigartiges oder über einzigartige Merkmale. Sieh dir zum Beispiel die Wälder und Ebenen an. Bekämpfe einen Feind aus den Wäldern heraus und er wird dich vermutlich nicht treffen. Dein Angriff wird jedoch ungehindert sein. So entsteht dir ein Vorteil. Dasselbe gilt auch für deine Gegner. Verbirgt sich ein Angriff im Wald, ist er schwieriger zu treffen. Bedenke die Vorteile des Terrains und des Waffendreiecks. Dies sind deine Schritte zum Sieg. Das Fenster im untersten Teil des Bildschirms liefert Informationen über das Terrain, auf dem sich der Cursor befindet. Nutze den Cursor, um das Terrain zu finden, das dir den größten Vorteil verschafft. Lass uns das nun ausprobieren, wer ihr kennt.
Ich bin bereit für den Kampf. Gebietet mir nach euren Willen. So, also hier seht ihr das Terrain hier in der Ecke. Verteidigung 1, also wir finden sogar in dem Wald ein bisschen Verteidigung. Und die Ausweichrate um 20% höher? Das dürfte durchaus sein, oder? Dass das in Prozent ist. Und hier auf der Ebene haben wir überhaupt keine Boni. Also ist das schon wirklich wichtig. So, aber ich wollte doch noch was machen. Und zwar möchte ich doch die Textgeschwindigkeit auf Maximum stellen. Das denke ich mal nicht verkehrt. So, dann nutze mein Schwert für den Angriff. Angriff, Bumsi Bums und ja. Bam! So, er hat nur 26% Trefferquote. Also wenn er trifft, wäre das wirklich schon krass. Oder treffen würde, so sagt man das ja. Im Konjunktiv. Es ist sicher eine weise Entscheidung, diese Banditen den Ritter zu überlassen. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Ich muss die Distanz zwischen uns verkürzen. Der Ritter sagt, die Wälder würden einen Vorteil bieten. In diesem Fall... Das sieht gut aus, schicke mich dorthin, Shadow. So, warten. Gut, dann sind die Gegner am Zug. Und vorbei. So, Kens darf jetzt zweimal angreifen, ne? Nicht nur einmal. Okay. So. Ihr, euer Name ist Zane, nicht wahr? Ja, Zane, der Galante von Kellin. Ja, ich sag jetzt Kellin. So nennt man mich. Wenn ihr darauf besteht, warum habt ihr euch noch nicht geheilt? Wie? Hey, ich wurde verletzt. Was für ein Schuft ich doch bin. Wie konnte ich es wagen, eure makellose Stirn wegen meiner Nachlässigkeit mit einer Sorgenfalte zu verunstalten? Eigentlich wollte ich euch ein Heilmittel überlassen, aber... Mir scheint, es geht euch gut, also nichts für ungut. Nein, wartet, ich nehme es, bitte, ich nehme es. Um jemanden ein Item zu geben, wähle Tausch. Tausch kann nur von Einheiten genutzt werden, die nebeneinander stehen. Lass uns jetzt einen Tausch durchführen. Wähle Zane und stelle ihn neben Lynn. Okay, ich muss das Texttempo doch wieder auf Ding stellen. Oh mein Gott, diese ganzen Einstellungen. Weil nicht, dass ich hier irgendwas überspringe, das wäre nicht so toll. So, also stellen wir mal Zane neben Lynn. Ein solch großzügiges Angebot wage ich nicht abzuweisen. Die heilende Kraft der Liebe erwartet mich durch jenen Engel. Shadow, zögert nicht länger. Okay, dann machen wir doch mal, ne? Wähle mir das Befehl. Den Befehl Tausch, Zanes und Lynns Besitz wird dadurch angezeigt. Ja, wähle mit Hilfe des Kürzes ein Heilmittel aus Lynns Vorrat und gib es an Zane weiter. Hast du den Tausch abgeschlossen, drücke den B-Knopf, um den Vorgang abzuschließen. Der B-Knopf fungiert als Abbruchfunktion. Ja, das wissen wir schon. Ja, genau. So. Deswegen hat sie zweimal drei Heilmittel mitgehabt. Genau, das ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen einfach rüber und, geben ihnen das Heilmittel oder die Heilmittel. So, dann mit B können wir abbrechen, mit Item dann einfach verwenden. Ganz easy going. So, und danach, das lese ich jetzt nicht alles vor, darf er sich noch eine bestimmte Strecke bewegen. Und zwar die übrig gebliebene Strecke, die wir nicht ausgenutzt haben. So, Missionsziele ändern sich von Kapitel zu Kapitel. Das Ziel dieses Kapitels lautet, alle Feinde zu besiegen. Überprüfe die Zielvorgabe im Fenster im oberen rechten Teil des Bildschirms. Um das Kartenmenü zu öffnen, platziere den Cursor auf ein unbesetztes Feld und drücke den A-Knopf. Wählst du aus diesem Menü Status, kannst du das Missionsziel einsehen. Das Kartenmenü verfügt über den Befehl Aussetzen. Dies ist nützlich, wenn du ein Kapitel unterbrechen möchtest. Ja, das brauchen wir aber nicht. Wir sind ja hier im Let's Play, ne? Oh, wunderbar. So, wir können ja mal gucken, wie das aussieht. So hier, also wir sollen alle Gegner besiegen, wir sind in Runde 3 mittlerweile schon. Und das Gebiet geht schon 27 Minuten. Info, hier können wir nochmal auf Info gehen, alles klar. Falls wir hier noch ein paar Fragen haben, nochmal die Einheiten anschauen. Und ich werde versuchen, die Einheiten, ja sagen wir mal so, gerecht zu trainieren. Das heißt nicht, dass jetzt die Lin zum Beispiel... keine Ahnung, übelst heftig trainiert wird und der Zane total vernachlässigt, nur weil er Frauenheld ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ihr noch wissen solltet, eine Einheit sollte man bis Level 20 trainieren. Danach kann man sie entwickeln. Ähnlich wie bei Pokémon. Aber dazu braucht man gewisse Items, das werden wir aber später noch herausfinden. So, gut. Dann kann Lin ja eigentlich weitermachen. Jetzt dürfen wir endlich mal ohne irgendwelche Hinweise oder Tutorials angreifen. Sind auf uns selbst gestellt, aber das ist gar nicht mal so schlecht.
Aber naja, ich finde es gar nicht so schlecht, dass wir hier... Sind wir im Wald? Ja, wir sind im Wald. Dass wir so ein Tutorial bekommen. So, bam. Okay, so, damit sind die Gegner wieder dran. Oh, und er versteckt sich im Wald. Aber wir haben dennoch 96% Trefferquote. Okay. Gut. So, dann schauen wir mal. Ja, Lin ist schon Level 2. Moment, wie könnte man das machen? Hier, ne? 60 Erfahrungspunkte hat er schon. Und der ist 2, da werden wir Zane mal gegen diesen Banditen schicken. Und Ken kann sich da im Wald verstecken. So. Ja, genau. Schön im Wald verstecken, das ist immer gut. So, der Bandit hat nämlich jetzt echt schlechte Karten. Und bam. Sehr gut. Okay. Dann mit dem Eisenschwert den Final Schlag abgeben. Sehr gut. Und jetzt, ja, die Siegesmelodie. So. Noch ein Gegner übrig. Und Zane kommt nicht ganz hin. Lin kann ja schon mal anfangen. Hier haben wir leider nirgendwo Schutz oder so. Okay, durfte aber hoffentlich klappen. Verwünschte Ritter, ständig mit ihren Nasen in andere Leute Angelegenheiten. Und bam, bitte treff nicht. Gut, sehr gut. Und sehr gut. Wunderbar. Und Level up. Ich glaube, der greift es aber jetzt im nächsten Part an. Im nächsten Part, in der nächsten Runde, meine ich. Okay, gut. Was soll's. Da bekommt halt Lin erstmal die Erfahrung. Oh, verdammt. Es war nur von einem einzigen Mädchen die Rede. Oh. So, wunderbar. Ein Haufen Erfahrung bekommen. So, damit haben wir das Kapitel geschafft. Wunderbar. Das war der letzte. Fantastische Arbeit, Shadow. Yay. Und nun zu diesen Rittern von Lykia. Ihr wolltet eure Geschichte mit mir teilen? In der Tat. Wir kamen aus Killin in Lykia, um jemanden zu finden. Lykia. Das Land jenseits der Berge im Südwesten, nicht wahr? Genau, wir kommen als Botschafter zu Lady Madeline. Ja, doch. Die vor 19 Jahren mit einem Nomaden ausriss. Madeline? Die einzige Tochter unseres Lords, dem Marquis von Killin. Sein Herz brach ob des Wissens, dass seine Tochter ihn so im Stich gelassen hatte. Letztendlich erklärte der Marquis, dass er gar keine Tochter hatte. Hätte. Doch dann erhielten wir in diesem Jahr einen Brief von Lady Madeline. Darin war zu lesen, dass sie ihr Ehemann und ihre Tochter glücklich in den Ebenen von Sake lebten. Der Marquis war zutiefst erfreut zu erfahren, dass er eine Enkelin von 18 Jahren hatte. Ich erinnere mich gut an das Lächeln auf seinen Zügen, als er bekannt gab, er sei plötzlich Großvater geworden. Der Name seiner Enkelin lautet Lindis. Dies war auch der Name der Gattin des Marquis, die schon in jungen Jahren von uns ging. Lindis? Dass sie nun diesen Namen trug, befreite des Marquis Herz vom Eis. Nunmehr ist es sein einziger Wunsch, die Familie seiner Tochter zu sehen. Deshalb sind wir hier. Wir wussten nicht, dass Lady Madeline nur wenige Tage, nachdem sie ihren Brief sandte, ihr Leben lassen musste. Erst kurz nach unserer Ankunft hier in Bulga erfuhren wir davon. Doch hörten wir auch, dass noch nicht alles verloren war. Denn ihre Tochter ist noch am Leben. Wir erfuhren, dass sie allein in den Ebenen lebt. Ich wusste es sofort. Ihr seid Lady Lindis. Wie kommt ihr zu dieser Annahme? Die Ähnlichkeit zu eurer verstorbenen Mutter ist bemerkenswert. Wie? Kanntet ihr meine Mutter? Es tut mir leid zu sagen, dass ich sie niemals persönlich traf,
Doch sah ich ihre Porträts auf Schloss Kellyn. Für die Leute meines Stammes war ich immer Lynn. Doch wenn ich mit meinen Eltern allein war, wenn wir nur zu dritt waren, dann war ich Lindis. Es ist alles so seltsam. Ich stand allein auf dieser Welt. Doch nun habe ich einen Großvater. Lindis, ich hatte nicht geglaubt, diesen Namen noch einmal zu hören. Wartet, dieser Bandit, auch er nannte mich Lindis. Was? Wie konnte er? Er war ein Spießgeselle von Lord Lundgren, nicht wahr? Lundgren? Wer ist das? Er ist des Marquis jüngerer Bruder. Jeder Mann nahm an, dass Lady Madeline für immer fort wäre. So wäre Lord Lundgren zum Erben des Titels des Marquis geworden. Offen gesagt, Milady, eure Existenz ist ein Hindernis für die Ambition eures Großonkels. Das ist... Aber ich hege kein Interesse, einen Titel zu ererben. Unglücklicherweise ist euer Großonkel nicht die Sorte Mensch, die so etwas annehmen würde. Ich befürchte, die Bedrohung eures Lebens wird andauern. Was soll ich nun tun? Begleitet uns nach Kellyn. Auf diesem Weg zu bleiben, ist gefährlich. Ich fürchte, mir bleibt keine Wahl. Ich werde mit euch kommen. Hurra! Shadow, es tut mir leid. Es hat sich alles verändert. Was wirst du tun, Shadow? Du willst, dass ich entscheide? Natürlich würde deine Freundschaft viel dazu beitragen, eine Reise zu erleichtern, aber es wird sehr gefährlich werden. Ach komm, das passt schon. Du kommst mit uns? Bist du sicher? Oh, vielen Dank. Lass mich dich noch einmal um deine Freundschaft um Hilfe bitten. Okay, damit haben wir das geschafft. Kapitel 2. Schwert des Geistes. Am Rande von Bulgar liegt ein kleiner Schrein. Dieser alte Tempel, geheiligt vom Volk von Sake, ist schon seit langem für sein starkes Band zur Welt der Geister bekannt. Vor Beginn ihrer Reise kommen unsere Helden hierher, um für ihr Wohlergehen zu beten. In diesem Schrein wird Lins Händen ein großes Vermächtnis verliehen. Da bin ich mal gespannt. Kapitel 2, Schwert des Geistes. Shadow, halte inne und erlaube mir einen kleinen Umweg. Östlich von hier wird ein heiliges Schwert in einem Schrein aufbewahrt. Die Völker von Sake beten dort für ihre Sicherheit vor Antritt einer langen Reise. Oh, pittoresk! In Liebe findet man die meisten Anhänger der Lehrerin von Limine. Es ist schön zu wissen, dass man hier die alten Traditionen hochhält. Alter Mann, bleib wo du bist und hüte deine Zunge. Bedrohe mich, wie es dir beliebt, aber das Manikati gebe ich nicht auf. Das Manikati ist eine heilige Klinge und steht unter göttlichem Schutz. Es kann nicht von seiner Ruhestätte entfernt werden. Du bist ein Narr, alter Mann. Was nützt dein Schmerz, schmeckt es doch kein Blut. Blut? Dieses Schwert im Kampf? Welch Sakrileg! Sakrileg? Ich bin Klass, die Götter fürchten meinen Namen. Meine Schwertkunst kennt keinen Makel. Und wenn ich nach diesem Schwert verlange, so wird es auch mein sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Oh! Ah, welch Glanz. Es ist noch weitaus großartiger, als ich es mir vorgestellt hatte. Dieses Schwert würde für einen Kämpfer meines Schlages erschaffen. Hm? Was soll das? Ich kann das Schwert nicht aus der Scheide ziehen. Die Geister, die der Klinge innewohnen, haben über dich geurteilt. Du wurdest für unzulänglich befunden. Sie haben dich abgelehnt. Was? Hör zu, du Sinele, alter Narr. Sollte dir dein Leben lieb sein, gehst du mir besser aus den Augen. Oh Mann. Verdammt, missgünstiges Geistervolk. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Stein für Stein werde ich diesen Schrein abtragen. Okay. Verzeiht, edle Dame. Seid ihr auf dem Weg nach Osten? Vielleicht gar zum Schrein? Das sind wir in der Tat. Beeilt euch bitte, der Priester dort braucht eure Hilfe. Vor kurzem erst sah ich eine Bande von Raufbolden dorthin gehen. Ich glaube, sie wollen das heilige Schwert des Schreins entwenden. Das Manikati?
Sie wollen es stehlen? Das darf ich nicht zulassen. Ich scheint mir tugendhafte Leute zu sein. Bitte helft dem Priester. Lindis, was habt ihr vor? Wenn ihr dem Priester zur Seite stehen wollt, müsst ihr euch vorbereiten. Ihr habt recht. Sag Shadow, im Süden sehe ich einige Wohnhäuser. Vielleicht sollten wir dorthin, um die Bewohner zu befragen. Die drei Gebäude im Süden sind Wohnhäuser. Du kannst mit den Leuten sprechen, die dort leben. Manchmal geben sie dir Tipps für den Kampf oder nützliche Informationen zu Land und Leuten. Ein offenes Ohr zu haben, zahlt sich aus. Soll ich die Führung übernehmen? Okay. Nun gut. Sag mir, was ich tun soll, Shadow. Ja, aber erst im nächsten Part von Let's Play Fire Emblem. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ja, und die Häuser werden wir natürlich auch erkunden. Also ich werde hier wirklich alles machen, was geht. Um euch so viel wie möglich vom Spiel zu zeigen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.